Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Far Cry 3 auf dem PC und nicht auf dem Super Nintendo wie die anderen Spiele sonst immer. Ich habe mir nämlich gedacht, ja, cool. Müssen was Neueres spielen. Und da habe ich mir dann Far Cry 3 mal rausgesucht, weil das läuft ja auch noch ziemlich gut auf meinem komischen Computer und passt schon. Passt schon. Und jetzt wollen wir doch direkt mal gucken auf der Karte, wo wir jetzt eigentlich hin müssen. Maus spinnt rum. Ich drücke keinen Knopf. Ja. Da, aktuelles Ziel. Okay, hier lang. Okay. Ah, hier ist unser. Da sind wir. Hi. Dennis, ich habe die Pflanzen und Tiere. Gut, forme die Natur nach deinem Willen. Ich zeige es dir. Dann zeige ich mal her, mein Freund. Herstellung. Jetzt benutze die Pflanzen, um zwei Spritzen herzustellen. Medizin. Herstellen. Ah. Gut, Jason. Vielleicht findest du noch wirksamere Pflanzen im Wald. Ich kann nur zwei bauen. Okay. Nun, benutze die Häute der getöteten Tiere, um deine Taschen zu vergrößern. Die Herstellung ermöglicht dir, mehr Waffen, Geld, Beute und Spritzen zu tragen. Ja, eine Sache noch. Das Tatau auf deinem Arm. Es bedeutet, dass du besonders bist und die Seele eines Kriegers hast. Du bewegst dich auf einem Pfad. Ich zeige dir, wie du es ergänzt. Mit jedem Tatau lernst du eine Fähigkeit. Du kannst drei verschiedene Arten von Fähigkeiten lernen. Und nun zeige ich dir den Takedown. Okay. Der Reiher. Takedowns auf große Distanz und Beweglichkeit, verfügbare Fähigkeitspunkte. Der Hai, Angriffstakedowns und Heilung. Nähere dich einem Gegner leise. F. Ah, okay. Die Spinne, heimliche Takedowns und Überleben. Ah ja, das können wir uns dann bei gegebener Zeit mal angucken, aber jetzt müssen wir erst mal checken, was hier überhaupt so abgeht. Tatau ansehen, Tutorial ansehen. Das interessiert mich herzlich wenig, das Tutorial, ehrlich gesagt. Ja, schön. Freut mich auch. Wow. Awesome. Was denn jetzt, Mann? Ach so, gut. Ah, okay, das war noch gar nicht gekauft, sozusagen. Nimm noch eins. Nimm noch eins. Hier bei der Spinne dann das hier. Das hast du gut gemacht, Jason. Das Tatau. Zum Außenposten bei Amanaki. Wir haben dir eine Amerikanerin. Komm her, wird lustig. Was ist denn jetzt? Lisa. Oh, Scheiße. Wir müssen sie zurückholen. Komm, mir nach. Ja, nach. Okay. Wir fahren jetzt bestimmt mit dem Auto. Ach, du fährst natürlich, war klar. Fahr. Los, ich sitz drin. Ich sitz doch drin. Mann. Ach. Was ist das für ein Außenposten, wo Sie hinbringen? Die Außenposten sind Festungen, die man überall auf Rook Island findet. Was Piraten benutzen sie, um die Gebiete zu kontrollieren. Also fahren wir direkt in den Kampf. Ja, das ist gut so. Wenn wir deine Freundin befreien, schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir führen Krieg gegen Was. Es ist wichtig, dass wir den Piraten die Außenposten abnehmen. Wenn die Rakyat einen erobern, wird das Gebiet sicherer. Alle können es dann schneller durchqueren und es ist eine Gelegenheit, Erfahrung als Krieger zu sammeln. Huch, kommt er denn her? Wer ist in dem Truck? Rakyat-Krieger. Die wahren Rakyat, die im Herzen der Insel leben. Durch das Tatau werden sie dir vertrauen. Okay. Hör zu, danke für die Hilfe. Aber ich will nur Lisha befreien und meine Freunde finden. Mein Bruder. Das ist die einzige Chance, ihr Leben zu retten. Du bist aus dem Sklavenlager entkommen und lebst noch. Es ist Zeit zu kämpfen. Wir sind alle gleich, Jason. Es gibt nur einige, die nicht handeln. Das ist der Unterschied. Alles klar. Ich kann okay. Das. So wie du war ich einst ein Fremder hier. Du bist nicht allein, mein Freund. Wir werden mit dem Angriff auf dich warten. Komm. Jason, Dennis hat dir das Tatau geschenkt. Jetzt musst du kämpfen. Du kannst sie schnell angreifen, sie aus der Entfernung ausschalten oder dich anschleichen. Cool, Entfernung klingt super.
mir mal ein bisschen Kohle Moon. Eigentlich doch noch was. Was macht hier Dödin? So, ich kann ich nicht mitnehmen. Ich bin voll. Wow, das ist natürlich praktisch. Okay, wir müssen jetzt hier rein. Lisa, ich komme. Lisa! Oh, guck mal, da läuft schon einer. Schleichen wir uns mal direkt an. Wenn das Spiel dann übrigens zu leicht werden sollte, kann ich es halt immer noch ein bisschen auf schwerer dann stellen. Ich spiele jetzt gerade auf Schwierigkeitsstufe 2 sozusagen. Ich nehme einfach mal an, dass das einfach, normal, schwer und dann der vierte Schwierigkeitsgrad halt sehr schwer sein soll. Okay, kommen wir noch ein bisschen rum weiter. Vier Mannen für so einen kleinen Außenposten wie den hier. Das könnte durchaus normal sein. Okay. Und? Von wo? Moment. Irgendwo da hinten. Mich sehen wir nicht einfach so lang spazieren? Vermutlich ja. Ja, ich. Will ich die jetzt wirklich einfach abschießen? Okay, die sind echt hauptdämlich. Scheiß Rebellen! Wofür kämpfen die überhaupt? Richtig, wofür kämpfen die überhaupt? Ach komm. Ach, das war ja gar nichts, ey. Lisa, ich bin hier. Au, 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 au. Wo bleiben meine Freunde? Mann, ich denke, die sind hinter mir. Die warten da unten an dem hässlichen Schild oder was? Boah, seid ihr dumme Assis. Wir greifen ein, wen du angreifst. Aber wir bleiben hier unten stehen und brauchen noch eine Stunde, bis wir dann ankommen, nämlich. Okay, ganz klar. Kein Ding, kein Ding. Beim nächsten Mal schieße ich sie einfach von außen an und fertig. Ist wahrscheinlich hier noch nicht so. Huch. 4x4 Leute, ey. Na gut. Ich komme. Huch. Aber das gibt's doch nicht! Lisa, ich bin hier! Lisa, ich bin hier! Oder da ist ein Hund. Au! Hey! Hm. Ja, fertig nachladen. Oh, keine Munition mehr. Das ist natürlich extrem praktisch, dass wir dann stattdessen aber noch zwei Granaten haben. Na komm, ey. Na, sei doch mal fertig hier mit blöden Scheißdreck machen, du Idiot. Na. Ich muss noch dreimal mein hässliches Messer schwingen, bevor ich mir die scheiß Spritze in den Arm ramme. Boah, Arschkeks. Lisa, wo bist du? Lisa, wo bist du? Komm, wir müssen mal die AK mitnehmen. Nee. Ja, gleiche Plünder, das ist schon cooler. Das sind also Piraten. Dann ist ja alles klar. Die haben uns entführt, um dann ja krass Geld zu erpressen. Aber warum hat er uns dann laufen lassen, damit wir gegen ihn kämpfen können? Sonst wäre das Spiel ja gleich vorbei gewesen am Anfang. Wo ist die amerikanische Gefangene? Sie ist weg. Was? Sie konnte fliehen auf der Westseite der Insel. Ich erzähle es dir, wenn wir dort sind. Sie ist geflohen. Jason,
Du bist des Tatao würdig. Würdig, den Pfad des Kriegers zu nehmen. Mhm. Wir haben einen deiner Freunde gefunden. Bei Dr. Earnhardt im Westen. Aber keine Angst, da ist es sicher. Er erwartet dich bereits. Im Westen? Hat er gesagt, welchen Freund? Nein, aber wir werden weiter nach den anderen suchen. Ich funk dich an, wenn ich mehr weiß. Jason, na komm schon. Du hast dem Stamm imponiert. Aber es ist im Stamm imponiert, indem du einmal gestorben bist und ein zweites Mal fast auch verreckt bist. Dahin. Das gleich beim ersten Kampf. Ha. Haha. Ha. Okay. Geräusche. Oh, wir können jetzt mal noch so einen Trank, wollte ich gerade sagen, herstellen. So. Können wir jetzt hier was Neues eigentlich machen? Gut. Brauchen wir eine Ziege? Schweineleder? Zwei Tapir. Okay, Schweinsleder. Munitionsbeutel wäre natürlich klasse. Zwei Wildschweinfell. Naja, okay. Erstmal jedes Tier töten, was man so mitnehmen kann. Und dann schauen wir mal, was wir davon brauchen. Und das, was wir nicht brauchen, das wird einfach verkauft. Okay. Alles klar. Oh, ein Schwein. Hallo Schwein. Wir brauchen ja irgendwo Schweinekram. Wir brauchen ja Schweinkram. Na los. Einfach mal das Schwein mitnehmen. Da hat er jetzt nicht gesagt, das ist ja ekelhaft. Hat sich anscheinend schon dran gewöhnt. Oh, Päckchen Kokain, das ist natürlich auch gut. Kann man ja mal mitnehmen. So, was ist jetzt hier dieser Kiste? Da. Ja. Aufgezeichnet. Davon ist auch noch was. Bestimmt hier drin. Oh, Mut. Ah, Mut ist auch schon mal gut. Brauchen wir Hühnerfell? Hey, renn nicht so weit weg. Okay, Huhn kann man anscheinend nicht mitnehmen. Das ist natürlich schade. So, wollen wir auf die Karte gucken hier. So, dort müssen wir hin. Der liegt auf dem Weg, auf jeden Fall der Funkturm hier. Und das Ding da. Ich würde sagen, da gehen wir erstmal zu dem Schnellreisepunkt hier. Ja. Können wir unsere Klamotten gleich wieder verkaufen, die wir jetzt hier aufgesammelt haben. Dann machen wir den Funkturm. Und dann gucken wir mal, ob wir unsere Freunde finden. Wie ist sie? Jess? Jessie oder so? Susi? Zusi? Ich hab den Namen schon wieder vergessen. Ich kann mir den Namen so schlecht merken. Oh, schnell verkaufen. $54 ist ausgezeichnet. Herstellen. Jagd. Instinkt. Okay, kann man nicht mit dem Kampf. Kampf! Kann man bauen. Also auf Y ist die coole Kamera, auf T ist ein Stein werfen. 8 und 7. Nur auf 7. Das kann sich doch kein Mensch merken. Naja. Nee, wo war denn das? Ziegenfell? Ah ja, Schweinsleder. Da. Größere Brieftasche. Huh, fängt ja schon mal gut an. Ah ne, bevor wir hier nicht... Na, bist du denn bescheuert? Ich denke, das ist erst eine Tür. Das ist gar keine Tür. Mein Gott, bin ich bescheuert so. Ja, bevor wir jetzt hier nicht noch eine coole zweite Waffe mitnehmen können, ist das natürlich öde. Ja, dann mal auf zum Turm. Wo ist denn das Auto? Da.
Hallöchen. Ah, schon lange her. Ich wollte jagen und hatte Glück. Aber ein paar Schweine. Ach, die sprechen. Okay. Die teile ich gern. Ah, schon lange her. Ich teile gern. Okay, alles klar. Merke ich mir. Wo ist denn das, ein alter VW? Oder ist das ein Ford? Nee, das ist doch ein alter Golf 1 oder so, hä? Cool. So, mal gucken. Wir müllen jetzt hier zu dem Turm. Kann man das Radio irgendwie ausmachen? Wie Radio? Nee. Na, er muss das Radio halt anbleiben. Ja, von mir immer so frei Schnauze einfach. Wir werden schon irgendwann irgendwo ankommen, nicht? Ja. Was hat denn das jetzt geleckt, ey? Hallo! Triple Kill. Lol. What the fuck? Okay. Was war denn das? Na, ich sehe ihn doch. Komm, markier den blöden Hund. Das ist eine Blume. Das ist auch noch der Hund. Den auch nicht mehr. Komm her. Brauchen bestimmt auch Hundefell, ey. Tierhäuten. Hundefell. Oh, guck, da kommen Schweine an. Ein Schwein. Wo soll jetzt hin? Ihr habt den Hund verloren. Wo soll hin? Hallo? Hundi? Ja, so shit, ey. Versteckt sich der tote Hund hier irgendwo im Dickicht? Ach, da ist er doch. So, eigentlich wollte ich ja nur die Typen hier looten. Oh, das ist dann hier gleich noch sowas passiert. Das war natürlich heftig. Finde ich cool. Ach ja, das Spiel ist toll. Die auch noch ausnehmen, come on. So, Batterien hatte er dabei. Da kann man auch mal, braucht man immer Batterien. Wenn der Walkman alle ist. Na, jetzt geh rein. Man ist jetzt echt nicht über die Türschwelle rübergekommen. Boah, der. Unglaublich. Ha, Geld. Kann das mitnehmen? Ist da wenig drin? Ah, doch hier. Eine Kiste. Oh, hier wurde irgendwas Schönes gekocht. Weg da. Panzerglas, eindeutig Panzerglas. Wow. Krass. Okay. Moment, wer schreit hier? Hallo? Granate unterwegs, bist du denn nur total behämmert, Junge? Kannst du nicht eine Granate werfen? Nicht, wenn der Typ direkt vor dir steht, ey, der dich umbringt. Das ist ja wie bei Counter-Strike, die letzte Verzweiflungstat. Bevor man, wenn man merkt, ich bin gleich down, noch schnell eine Granate werfen. So. Wow. Da geht der Kram jetzt schon los hier. Nein, nicht noch weiter aufschlitzen. Du sollst einfach nur einsammeln. So. Oh, genug jetzt hier. Auf zu dem Turm. Eigentliches Ziel verfolgen.
los geht's. Juhu! Oh ja. Ja, wieder ein Hund. Eieieiei. Nein. Oh, ernsthaft jetzt. Ich hab das Auto aufgepuckt. Scheiß die Wand. Mann. Oh no. Echt jetzt? Kann ich das irgendwie da runter boxen? Ne, kann ich nicht. Oh nein. Ja, das ist ein bisschen blöd. Was? Was für eine Macke, du dummer Hund? Junge. Ach, schreck mich nicht so. Alter. Ich meine, ich habe mir schon gedacht, dass der irgendwo noch in der Nähe ist, aber boah. Okay, auf zum Turm. Der ist ja hier gleich um die Ecke. Oh. Was geht denn hier? Gleich. Warte mal. Jetzt bin die Kiste hier mit dem, bevor hier fiese Sachen passieren. Was blinkerst du? Wer singt denn hier? Wer da singt? Relikt. Wir haben ein Relikt. Was auch immer die machen. Wir haben es aber gefunden. Ein Relikt. Unglaublich. Da ist jetzt hier der doofe Turm. Da hinten. Ja, dann auf zum Turm, wa? Lauf, Forest, lauf. Oh, shit. Two enemy. Was mache ich mit denen, hey? Da sind auch noch zwei. Die sehen mich doch von da hinten eh nicht, oder? Da sind doch eher die mich. Wobei, warte mal. Ich stehe dem Typen da zum Rücken. Deswegen sieht er mich nicht. Und der steht dem anderen in der Sichtlinie. Ich hab gehört, Veganer hätten jetzt mehr Vermögen. So. Wie geht's denn jetzt hier hoch? Hier muss doch so ein blöder Weg sein irgendwo, oder? Hi. Ah, da, ich seh's. Ha, okay, alles klar. Irgendwie hier hochklettern. Alles klar. Der ist ganz schön grün. Aber okay. Ah, hier ist die Leiter. Eiskalt dran vorbeigelaufen. Ui, ui. Ja, dann machen wir auf hier. Jo, da haben wir jetzt hier den coolen Vogtturm. Und dann ist der Part auch schon wieder vorbei. Wow, vergeht ja die Zeit wie im Fluch, du. Wir machen jetzt noch die Kiste auf
Und dann sage ich, wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Far Cry 3. Mach's gut, bis dahin und tschaußen.